Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal südlich der Schneewehen-Jagdgebiete stehen geblieben, nachdem es uns in der letzten Folge gelungen war, Ikris Herausforderungen zu meistern. Und nun blicken wir als erstes mal auf die Karte. Wir waren ja auf dem Weg zu dem Banditenlager hier hinten, aber wir haben hier im Osten noch etwas Blauglanz, dreimal gleich, und ein Pigment. Und ich sehe gerade, da oben rechts haben wir auch noch einen Kontrollturm. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal darum. Ich weiß nicht, ob wir hier in den Nordosten jemals zurückkehren werden. Daher sollten wir das wohl erst einmal mitnehmen und uns bei der Gelegenheit auch nach weiteren Heilkräutern umschauen. Und nach Eichhörnchen, da hinten läuft eins. Das sollten wir uns mal vornehmen. Beziehungsweise mal erlegen. Wir brauchen hier noch Eichhörnchenknochen, um unseren Beutel aufzuwerten für die Sturmschleuder, also den Munitionsbeutel. Gucken wir mal, ob wir weitere Eichhörnchen finden können. Hier war auf jeden Fall gerade etwas zu hören, dass da hinten ist wohl wieder ein Dachs. Na, den brauchen wir ja nicht. Da hatten wir ja am Ende der letzten Folge schon Glück, dass wir die Dachsknochen gefunden haben, die uns für die Tierfigurenkarte fehlen. Etwas Vorrat. Und jetzt haben wir erstmal noch etwas für unseren Medizinbeutel gefunden. Und hier haben wir eine weitere heilende Wildblut. Sehr schön. Da vorne liegt auch noch etwas. Nein, das ist nur eine Eisraureifwurzel. Nee, das war eine Schockwachswurzel. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Da vorne scheint noch ein Heilkraut zu sein. Ja, das ist eine heile Wildblut. Sehr schön. Und da läuft der Dachs. Ja, naja, nehmen wir mit. Wir brauchen auch Fleisch. Und der hat wieder etwas Grünes für uns. Hat der etwa schon wieder Dachsknochen für uns? Gucken wir mal. Ja. Lecker. Haben wir gleich zweimal jetzt. Können wir einmal verkaufen. Und hier haben wir eine weitere heile Wildblut. Sehr schön. So, jetzt sollten wir uns, glaube ich, mal auf den Weg in Richtung Osten machen. Aber schauen wir mal, was unsere Pfeile sagen. Wir sollten uns ein paar neue gehärtete Pfeile machen. Dann haben wir die jetzt auch im Anschlag. Vielleicht finden wir ja noch eine Ziege oder etwas Ähnliches, wo wir uns ein bisschen Fleisch verschaffen können. Ich glaube, wir brauchten auch 10 Fleisch für die Aufwertung des Munitionsbeutels. Der Sturmschleuder. Da drüben haben wir eine Schockwachswurzel oder Ähnliches. Die lassen wir mal aus. Den Stein hier vorne können wir auch nicht einsammeln. Und wir sind erstmal in Richtung Osten unterwegs. Suchen wir uns doch, wie gesagt, erst einmal Heilkräuter. Nein, das Blauglanz, das hier in der Nähe irgendwo sich befinden muss. Und wir müssen wohl erstmal über diesen Fluss hier oder diesen, naja, ich würde sagen, eiskalten Bach. Das ist ja weniger schön. Jetzt ist hier auch ein Schneesturm oder etwas Ähnliches aufgezogen. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, wir müssen hier definitiv rüber. Wir haben ja auch ein Lagerfeuer in der Nähe da hinten. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Heilkraut hier brauchen wir schon eher. Ich glaube, da hinten ist auch das Lagerfeuer zu sehen. Da, zwischen den Bäumen, da hinten muss es sein. Jetzt bewegen wir uns aber erstmal zu dem Heilkraut hier. Wir haben wieder 2 Aufladungen im Beutel. Das beruhigt mich sehr. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Das können wir auch gut gebrauchen. Dann können wir uns wieder Eisschutztränke herstellen, falls wir auf Frostklauen treffen. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal die Heilkräuter mit. Hier stehen gleich 2 eingesteckt. Und wir schauen uns mal mit dem Fokus um. Da drüben ist, glaube ich, ein Wildschwein. Dann nehmen wir das doch mit, wenn wir schon hier sind und es entdeckt haben. Oder wir suchen erstmal, wo es ist. Da steht's. Schlecht zu sehen, ist ziemlich dunkel. Da ist es auch schon erledigt. Und es hat auf jeden Fall etwas Fleisch für uns. Genau, reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch und knorriges Fleisch. Und was haben wir hier? Eine heilende Wildblut, großartig. So, dann ist der Medizinbeutel ja bald wieder gut gefüllt. Machen wir mal so weiter. Ja, wir machen genauso weiter. Hier ist eine weitere heilende Wildblut. Das nehme ich lieber mit. Genau, das stecken wir mal besser ein. Jetzt wird es hier aber ganz schön dunkel. Gehen wir mal hier aus dem Wald raus. Hier ist doch ein bisschen mehr Licht und hier scheint auch ein Weg zu sein. Das ist großartig. Oh, da oben ist etwas zu erkennen. Da scheint eine Möglichkeit zum Abseilen zu sein. Das ist ja sehr interessant. Sind wir etwa hier schon in der Nähe des Blauglanzes? Gucken wir mal. Ja, ich denke, wir müssen dann da hoch. Hier scheint auch ein Weg hoch zu führen. Okay, und hier rechts neben uns scheint auch ein Blauglanz zu sein. Sieht aber so aus, als wäre das auf einer höheren Ebene.
gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube, da drüben sind Klettermarkierungen. Ja, eindeutig. Dann sollten wir hier vielleicht mal klettern gehen. Mal gucken, ob wir dann hier schon an einen Blauglanz kommen. Auf jeden Fall müssen wir erstmal ein Stückchen nach oben klettern. Und wo geht es jetzt hier weiter? Ich sehe gerade keine Klettermarkierung. Aber hier kommt man irgendwie hoch. Nee, oder auch nicht. Da ist eine Klettermarkierung. Und jetzt müssen wir hier weiter nach oben. Und wir haben tatsächlich das erste Blauglanz schon gefunden. Großartig. Nehmen wir uns das mal mit. Für eine Handvoll Blauglanz trotze ich gerne der Eiseskälte. Das ist schön zu hören von Ale. Das hat sie auch noch nicht gesagt. Na, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Wir müssten mal in der Nähe des nächsten Blauglanzes sein. Wir gucken mal mit dem Fokus. Da haben wir etwas. Da ist eine Blauglanzformation. Und ich glaube, da drüben ist auch eine Klettermarkierung. Ja, eindeutig. Na, dann klettern wir mal weiter. Jetzt erstmal hier nach links und dann nach oben. Gar kein Problem für Aloy. Und wir haben mit Blauglanz auch gefunden. Sehr schön. Und wir haben wohl noch ein bisschen mehr gefunden. Hier ist ein Geländer. Ah ja, hier ist die Stelle, die wir von unten gesehen haben, wo man sich abseilen kann. Und da vorne scheint ein Datenpunkt zu liegen. Nehmen wir uns aber erstmal das Blauglanz mit. Dann will ich diesen Blauglanz mal vorsichtig abbrechen. Haben wir ganz vorsichtig gemacht. Und wir haben wieder 5 Blauglanz. Großartig. Schauen wir uns das hier mal an. Hier haben wir wohl eine Art Aussichtspunkt aus der Zeit der alten Welt gefunden. Gucken wir mal, was man hier sich anschauen kann. Ein bisschen schade, dass es jetzt so stark schneit. Das muss mal ein hübscher Ausblick hier in die Schlucht vor uns gewesen sein. Ja, ich denke, das war hier das, was man sich von hier aus angucken konnte. So, in der Nähe haben wir hier noch das Pigment und einmal Blauglanz. Schauen wir uns aber erstmal hier das Datenpad an. Wir kriegen was zu lesen. Wir haben nämlich das Abendmahl der Lafayettes. Eine Pressemeldung. Das Abendmahl der Lafayettes. Frozen Wilds. Textdatenpunkte Welt. Sieh mal, Schatz. Wir sind auf der Titelseite. Der Streithahn von Dubois. Ortsansässige Familie serviert Gouverneur Jepson das letzte hofeigene Steak. 11. Juni 2038. Der Gouverneur von Wyoming, Ozzie Jepson, war letzte Woche im Rahmen einiger offizieller Besuche in der Gegend von Dubois. Zwischen all seinen Terminen traf er sich zu einem ganz besonderen Abendessen mit einer ganz besonderen Familie, den Lafayettes. Selbstverständlich kennt jeder die Lafayettes. Wer hat noch nicht einen ihrer Tracks auf dem Rücken eines robusten Paintponys erkundet, in ihren Feldern Taschenratten hinterhergejagt oder sich auf ihrer Farm ein dickes, saftiges Steak schmecken lassen? Ihr enormes Ansehen verleitete den Gouverneur vor 2 Tagen zu einem abendlichen Besuch. Es ist kein Geheimnis, dass die Viehzucht noch schwerer und teurer geworden ist. Die Zeiten, in denen sich die Herden bis hin zum Horizont erstreckten, sind längst vorüber. Deshalb handelt es sich bei den meisten Betrieben, die immer noch Vieh halten, um Touristenrentscher. Die Lafayettes haben ihr Bestes versucht, Gott segne sie, doch sie waren schlau und vorausschauend genug, um ihre Scheunen vor einigen Monaten gegen einen glänzenden, neuen Fleischbetrieb auszutauschen. Diese beachtliche Ansammlung von Fässern, Rohren und Bändern nimmt fast 50 Äcker in Anspruch und hat eine Kapazität von über 600 Fleischeinheiten pro Daten beschädigt. Das ist ja sehr interessant. Die haben wohl die Fleischzucht mit Tieren aufgegeben, wenn ich das richtig verstehe, und auf eine Art künstliche Fleischzucht umgestellt. Deswegen hieß es ja wohl auch, dass sie das letzte Steak serviert haben, also das letzte natürliche Steak, würde ich mal sagen. So verstehe ich das jedenfalls. Ist auf jeden Fall ein bisschen vor den Ereignissen im Zusammenhang mit Projekt Zero Dawn 2038 war jetzt hier geschrieben. Nun gut, so schauen wir uns mal weiter um. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Es wird langsam dunkel, da hinten geht die Sonne unter. Aber ein wunderschöner Ausblick hier. Das ist wirklich großartig. Wir haben die richtige Stelle, um diesen Ausblick zu genießen. Sehr schön. Ja, aber wir schauen uns jetzt mal weiter nach dem Blauglanz um. Ich denke, das müsste hier auf dieser Ebene, auf der wir uns befinden, sein. Ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal mit dem Fokus schauen. Gehen wir mal da lang. Da hinten müsste es irgendwo liegen.
glaube, da brauchen wir jetzt, wie gesagt, nicht mit dem Fokus uns umschauen. Vielleicht können wir das ja auch so finden. Das sollte wahrscheinlich möglich sein. Wir haben etwas Reinholz und da vorne liegt schon der tote Plünderer oder vielmehr zerstörte Plünderer oder zumindest leblose Plünderer. Nehmen wir uns mal den Blauglanz mit. Der Kristall ist scharf. Ich muss ihn ganz vorsichtig anfassen. Den haben wir ganz vorsichtig in die Taschen gesteckt. Und jetzt schauen wir uns noch nach dem Pigment um. Das muss hier irgendwie etwas nördlich sein. Hier sind ein paar Glühwürmchen, großartig, die mal wieder zu sehen. Haben wir ja auch lange nicht gehabt. Wir schauen mal ganz kurz mit dem Fokus. Vielleicht finden wir noch etwas an Tieren. Hier scheinbar nicht. Und da vorne scheint tatsächlich das Pigment zu sein. Großartig. Na denn, suchen wir uns doch das Pigment, beziehungsweise holen es uns. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel suchen. Da ist es auch schon. Stecken wir uns das gleich mal ein. Wir haben das Pigment mittlerer Kristall gefunden. Sekuli wird das haben wollen. Das denke ich auch. Schauen wir mal in unsere Sammlung. Wir haben jetzt hier ein Pigment aus dem ersten Set gefunden. Großartig. Wir haben jetzt tatsächlich 3 Pigmente aus 3 verschiedenen Sets. Das ist ja großartig. Na schön. Dann müssen wir wohl weitersuchen, bis wir ein Set zusammenbekommen. So, und in der Richtung liegt der Kontrollturm. Na, dann begeben wir uns als nächstes mal dahin und schauen uns am besten mit dem Fokus auch nochmal nach Tieren um. Nein, wir haben erstmal Maschinen vor uns. Da ist ein dämonischer Versänger. Noch ein dämonischer Versänger. Das ist ja eine großartige Ecke hier. Da hinten haben wir eine dämonische Frostklaue und 3 normale Stürmer. Und ein armes Wildschwein zwischen den ganzen Maschinen. Ich glaube, wir sollten einen Bogen um die Versänger machen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, mal unser Outfit zu wechseln und unser Tarnungsoutfit mal wieder anzuziehen. Da haben wir es auch schon, das stille Nora-Jägerinnen-Outfit. Dann kommen wir hier vielleicht unbehelligt an den Versängern vorbei. Auf die lege ich jetzt gerade keinen Wert. Da vorne ist einer zu sehen. Oh je, wir haben eine Felskante vor uns. Auf der linken Seite. Mal gucken, ob wir an dem vorbeikommen, ohne dass der uns bemerkt. Oh, der guckt uns an. Oder wir rennen einfach. Nur jetzt haben wir hier wieder was im Medizinbeutel. Ich glaube, der hat uns gar nicht bemerkt. Ich staune, dass das Tarnungsoutfit hier auch funktioniert. Was haben wir da hinten? Schlecht zu erkennen, schlecht einzuschätzen, was das da unten ist. Das ist bloß ein Lanzenhorn, würde ich sagen. Es gräbt offensichtlich mit seinen Hörnern im Boden. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Nicht ganz, wir sind ein kleines Stückchen zu weit. Ich glaube, wir müssen hier durch diese Schlucht oder von hier oben kommen. Moment mal, das ist doch der Gletscher hier vor uns, wo wir Ikri und Mylène gefunden haben. Hier oben muss doch ihre Höhle sein. Das sieht genauso aus, das Gebiet. Dann hätten wir das ja da schon mitmachen können. Nun gut, begeben wir uns jetzt weiter nach Osten. Da ist schließlich ein Lagerfeuer. Ich glaube, das dürfte Aloy gefallen. Also müssen wir wohl hier ungefähr lang. Ja, da ist der Kontrollturm zu sehen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir nehmen uns hier noch die Eisrauchreifwurzel mit. Und da drüben scheint ein weiteres Kraut zu sein. Ist aber leider scheinbar kein Heilkraut. Nein, das war eine weitere Eisrauchreifwurzel. Hier haben wir Reinholz. Das braucht man nun wirklich nicht. Und wir sollten jetzt gleich zum Lagerfeuer kommen. Da haben wir so gerade entdeckt. Großartig. Und wir haben noch eine Talröte gefunden. Sehr schön. Dann sollten wir jetzt das Lagerfeuer vor uns haben. Ganz genau. Na, dann wärmen wir uns mal ganz kurz auf. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, hier ist eine Klettermarkierung zu sehen. Ja, eindeutig. Ich glaube, wir müssen erstmal klettern, bevor wir an den Kontrollturm rankommen. Na, dann machen wir das mal. Und hier sind Maschinen zu hören. Oh je. Was haben wir da drüben? Das sieht nach Trampler aus, würde ich sagen. Ich glaube, wir können gar nicht mit dem Fokus schauen. Und da ist der Kontrollturm. Ja, das ist eindeutig ein Trampler. Da brauchen wir gar nicht mit dem Fokus gucken. Lassen wir uns mal fallen. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Wir waren doch gerade eben erst am Lagerfeuer. Okay, wir kriegen es hier also bei diesem Kontrollturm mit 2 Tramplern. 3 Tramplern zu tun. Mindestens. Wer weiß, ob auf der anderen Seite noch 1 oder 2 weitere vielleicht sind. Da ist auf jeden Fall schon mal ein 4. zu sehen. Ich glaube, jetzt müssen wir uns erstmal einen Weg suchen. Da ist ein 5. zu erkennen. Na, großartig. Und die stehen alle hier direkt vor uns. Na, zum Glück haben wir gerade das
Tarnungsoutfit an. Wir versuchen mal irgendwie da zu dem Kontrollturm zu kommen. Und wir haben gerade eine Vorratskiste gefunden. Und eine Eisrauchreifwurzel wieder. Nehmen wir uns hier mal die Metallscherben, die Echohülsen, den Kühlsaft und den Draht noch mit. Das Reinholz lassen wir natürlich da. Gucken wir mal, wie wir an den Kontrollturm rankommen. Es bringt ja jetzt nicht viel, wenn wir erst die Maschinen machen. Ja, vielleicht doch, wenn wir sie hier hinten erledigen. Wir versuchen das aber, indem wir erst einmal an den Kontrollturm gehen. Ich glaube, da haben wir gerade auch das richtige Outfit für an. Dann machen wir das doch vielleicht. Ja, machen wir Folgendes. Wir nehmen mal unsere Stolperfalle und werden uns hier hinten mal einen Safe Spot bauen. Also spannen wir hier einfach mal ein paar Drähte auf. Das scheinen auch nur normale Trampler zu sein, wenn ich das richtig sehe. Sie haben offensichtlich ja nicht diese typischen lila Markierungen auf sich. Also spannen wir doch hier mal 4 Drähte. Wenn einer reinläuft, hat er Pech gehabt. So, das soll für hier genügen. Laufen wir an dem mal vorbei. Ich denke, der dürfte uns nicht sehen jetzt dank Talons Outfit. Ne, das sieht gut aus. Ne, der kriegt nichts mehr. Großartig. Hier ist was, wo wir uns verstecken können. Spannen wir doch auch hier noch ein Draht. Oder ein paar mehr vielleicht sogar. Da brauchen wir mal unsere Stolperdrähte. Können wir das ausnutzen. Dann müssen wir die nicht im Nahkampf machen. Das ist einzeln. Wir nutzen das dann gleich. Da drüben ist auch offensichtlich etwas, das wir gleich mitnehmen können. Da ist eine Kiste. Wir ducken uns mal. Ich glaube, das reicht erstmal als Vorbereitung. Wir nehmen aber mal unseren Jägerbogen, also unseren schlechter Bogen in den Anschlag und machen uns noch einmal neue Pfeile. Ich hoffe, wir sind noch nicht entdeckt worden. Wir überbrücken mal den Turm. Ich hoffe, das gelingt. Ja, der Tramp hat die Spur verloren. So, das sollte jetzt eigentlich die Maschinen schocken. Der eine ist da drüben schon reingelaufen. Großartig. Ich glaube, um den müssen wir eigentlich gar nicht mehr kümmern. Aber machen wir es dennoch. Der ist nämlich gleich erledigt. Dann haben wir schon mal einen weniger. Wir haben ja schon 5 gesehen. Ich hoffe, hier sind noch ein 6. So, der ist erledigt. Da unten ist einer geschockt. Wir laden einfach mal 3 Pfeile. Und gehen erstmal auf die andere Seite. Mal gucken, ob wir einen noch hier in die Drähte jagen können. Da ist einer. Wir können seine Prozessoreinheit anvisieren. Das hat doch gesessen. Hat aber nicht allzu viel Schaden gemacht. Probieren wir ihn mal hier in die Drähte zu locken. Das dürfte auf jeden Fall helfen. Oh, er hat uns angebumst. Ich glaube, wir sollten gleich noch mal etwas anderes machen, nachdem wir uns von ihm entfernt haben. Wir gehen ganz kurz ins Inventar und werden mal unser Outfit wechseln. Die Trampler machen ja Feuerschaden, also nehmen wir wieder unser Kaja Feuerwappen-Outfit hierfür. Das Tarnungs-Outfit bringt uns im Kampf nun wirklich nichts. So, versuchen wir ihn dann mal zu treffen. Das war ein schöner Treffer an deiner Prozessoreinheit. Bei ihnen vielleicht in Brand gesetzt kriegen. Vielleicht sollten wir auch mit dem Zersprengerpfeilen vorarbeiten. Das könnte auch helfen. Wenn wir in Richtung unserer Drähte, die haben wir ja nicht zum Spaß hier aufgespannt. Da drüben ist einer schon fast zerstört. Ich glaube, er ist in den Draht gerannt. Und die da hinten auch. Wir laden mal 3 Pfeile. Das hat gesessen. Einer ist direkt explodiert. Abgetrennt. Der hat sich die Zersprengerpfeile gefangen. Der hat einiges verloren. Locken wir mal den da hinten an. Okay, den haben wir erstmal nackig gemacht, würde ich sagen. Der hat einiges verloren. Ich glaube, wir können wieder auf die gehärteten Pfeile wechseln. Hier sind jetzt keine Stolperdrähte mehr. Ah, den kann man gerade nicht unten anvisieren. Da ist noch irgendwas. Aber ich glaube, die Maschine ist schon erledigt. Da waren jetzt die Pfeile verschwendet. Ich wollte eigentlich nur drauf zeigen. Nun gut. So, die Stolperdrähte hier sind auch zerstört, bzw. genutzt worden, sagen wir es mal so. Versuchen wir jetzt mal den dreien hier den Rest zu geben und ihn hier aus dem Weg zu springen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Jetzt hat er einen Feuerangriff gemacht, das hätte sowieso nicht viel Schaden gemacht. Versuchen wir mal seine Prozessoreinheit zu zerstören. Gut, da war er schneller zerstört als die Prozessoreinheit. So, wir haben eine Kante gefunden und wir haben direkt die Maschine vor uns. Großartig. Zum Glück macht er nicht allzu viel Schaden.
So, versuchen wir mal seine Prozessoreinheit zu zerstören. Das hat geklappt. Er brennt, dann brauchen wir uns darum nicht mehr kümmern. Hier muss da noch einer sein. Da ist er. Da drüben. Der ist noch nicht zerstört. Der steht sehr schön. Mal gucken, ob wir ihn zerstören können. Ja, sehr schön. Ich glaube, das waren die 5 Trampler. Haben wir das Gebiet gut ausgenutzt, würde ich sagen. So, ich glaube, wir können ein bisschen was einsammeln gehen. Fangen wir direkt mal mit dem letztzerstörten Trampler hier an. Der hat einen Maschinenkernmittel für uns unter anderem. Und den Rest nehmen wir uns natürlich auch mit. Wir erledigen die Maschine ja nicht zum Spaß. So, hier haben wir noch eine Feuerbrennwurzel. Wir gucken uns mal diesen Trampler hier an. Der hat ein 19%iges Verderbnisschutzgewebe für uns und eine Tramplerlinse. Den Rest stecken wir uns auch ein und gucken uns mal weiter um. Da drüben liegt etwas. Mal gucken, was das ist. Wahrscheinlich Metallscherben. Nein, das ist ein zerstörter Wächter. Aber er hat 3 Metallscherben für uns. Und dann gucken wir uns mal nach weiteren Überbleibseln der Maschinen um. Oder nach Heilkräutern oder ähnlichem. Hier meine Eisrauhreifwurzel, so wie es aussieht. Ja. Eingesteckt. Hier drüben liegt ein weiterer Trampler. Der hat etwas Grünes für uns. Zwei Tramplerlinsen sogar. Na, er hat ja auch 2 Augen. Wundert mich jetzt nicht, dass wir da 2 Linsen finden. Hier haben wir ein Metallgefäß gefunden. Wir haben einen weiteren zerstörten Wächter, so wie es aussieht. Alles eingesteckt. Hier haben wir eine Feuerbrennwurzel, glaube ich. Ja. Dann haben wir hier Reinholz. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und wir nehmen uns hier die Feuerbrennwurzel mit. Dann können wir uns wieder Feuerschutztränke machen. Und ich glaube, wir sollten mal hier noch vorbeischauen. Und die Eisrauchreifwurzel mitnehmen. Hier haben wir noch ein Heilkraut. Großartig. Haben jetzt gar nicht so viel gebraucht. Und hier ist ja an dem Kontrollturm noch was. Hier ist eine Kiste mit was Lilanem. Schauen wir mal rein. Wir haben ein isoliertes Outfit-Gewebe gefunden. Großartig. Sieh mal einer an. Das ist ein toller Fund. Und das hätten wir uns auch holen können, ohne den Kontrollturm zu überbrücken. Ist ja sehr schön. Ich glaube, das sollten wir uns gleich mal anschauen. Aber ich würde sagen, wir sammeln erstmal das Zeug hier ein, bevor wir uns dieses Outfit-Gewebe anschauen. Das ist wieder eins der besonderen. Das machen wir ganz in Ruhe dann gleich. Ich glaube, das machen wir, wenn wir am Lagerfeuer zurück sind. Wir gucken uns hier erstmal weiter um. Hier liegen noch Metallscherben. Hier liegt ein zerstörter Trampler. Mal gucken, was der für uns hat. Auch wieder eine Tramplerlinse und eine Maschinenausbeuterkiste. Alles eingesteckt, was er dabei hatte. Hier haben wir noch eine Feuerbrennwurzel. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ganz genau, für Feuerschutztränke. Hier haben wir einen Trampler. Der hat auch nochmal eine Maschinenausbeuterkiste für uns. Und immerhin 65 Metallscherben. Bin ein bisschen verwundert, dass die so viele Metallscherben und Maschinenteile haben hier, diese Trampler. Also entweder liegt das am DLC oder es liegt ebenfalls an unserer Schnitzfähigkeit, also der Schnitzexpertenfähigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mehr als vorher. So, wir haben noch ein paar Zünder gefunden. Hier liegen weitere Metallscherben für uns. Hier ist noch ein weiterer Zünder und ein weiteres Heilkraut, so wie es aussieht. Sehr schön eingesteckt. Und hier oben liegt noch ein Maschinenteil, glaube ich. Ja. Das sind Metallscherben. Das war ein Stück der Panzerung. Und da unten liegt ein weiteres Stück davon. Sehr schön eingesteckt. Ich glaube, wir haben es jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt nichts weiter übersehen. Gucken wir nochmal ganz kurz hier drüben. Doch, hier liegt noch etwas. Nein, das ist nur ein Kraut. Feuerbrennwurzel, glaube ich. Nein, eine Eisraucherwurzel. So, ich glaube, wir haben uns den Kontrollturm ausreichend genug angeschaut. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Da hinten ist noch irgendwas. Was haben wir da? Das ist leider kein Heilkraut. Hier liegt aber auf jeden Fall noch ein zerstörter Wächter, so wie es aussieht. Das ist dann schon der dritte. Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich eine komplette Runde gedreht. Hier liegen 2 Trampler, glaube ich. Und hier haben wir eine hübsche Formation. Das ist ein gefrorener Eisblock, würde ich sagen. Da ist doch sogar was drin. Das könnte auch ein eingefrorener Felsblock sein. Wer weiß, was das hier ist. Auf jeden Fall ist es sehr hübsch. So, wir machen uns mal auf den Rückweg zu dem Lagerfeuer. Ich glaube, wir sollten Aloy wieder umziehen. Das Kaja-Feuerwappen-Outfit ist hier nicht unbedingt das Richtige für diese eisigen Regionen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, hier ist wieder die Stelle, wo man wohl erstmal rüberspringen muss. Ja,
Also erstmal hoch und dann nach rechts. Und dann können wir uns hier wohl fallen lassen. Ja, sehr schön. Und dann sind wir wieder am Lagerfeuer. Wärmen wir uns mal ganz kurz auf. Und dann gehen wir mal ganz kurz ins Inventar. Wechseln wir als erstes mal unser Outfit wieder auf das Nora-Überlebenden-Outfit zurück. Und dann gucken wir mal in die Modifikationen, was wir jetzt da für ein besonderes Outfit-Gewebe gefunden haben. Da ist es auch schon. Es hat Schockschutz, Feuerschutz und Eisschutz. Jeweils 25%. Ich überlege gerade, was wir damit anfangen. Das wäre eigentlich am sinnvollsten, wenn wir dies in unser Nora-Überlebenden-Outfit packen. Also wir sollten es auf jeden Fall irgendwo einsetzen. Und ein besseres Outfit fällt mir da eigentlich nicht ein. Also gehen wir mal in die Herstellung und modifizieren unser Nora-Überlebenden-Outfit. Gucken, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein 20%iges Fernangriffsschutzgewebe drin und 34% Eisschutz. Hier haben wir auch 34% Eisschutz und 20% Nahkampfschutz. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich würde aber sagen, wir machen das mal so, dass wir hier auf den Fernangriffsschutz verzichten und dafür lieber das neue, also das isolierte Outfitgewebe setzen. Ausgetauscht. Und dann gucken wir mal, wie sich das andere Gewebe in unserem Banuk Eisjägerin-Outfit macht. Da haben wir 28% und 29% drin. Dann würde ich sagen, dieses tauschen wir aus gegen das mit Fernangriffsschutz. Das kann bei Grauhabichten zum Beispiel sehr gut helfen. So, sehr schön. Haben wir das? Wir sind wieder umgezogen. Und wir bewegen uns mal zurück. Da drüben ist eine Frostklaue zu sehen. Also machen wir irgendwie wieder einen Bogen. Also wieder hier lang. Und dann begeben wir uns mal zurück zum Lagerfeuer. Ich möchte jetzt hier nicht an dem die Folge beenden. Wir gucken mal ganz kurz. Wir hatten doch vorhin eins entdeckt. Das muss irgendwo hier unten sein. Ich glaube, das müsste dies hier sein. Das müsste das Trampler-Symbol sein. Oh je. Nun gut, dann gehen wir uns mal ungefähr in die Richtung. Denk an die Sommersonne, wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Ja, wir sollten uns beeilen, wir bleiben einfach in Bewegung. Und wir nehmen uns hier mal das Heilkraut mit. Und da haben wir wieder die Versenger, vielleicht sollten wir hier lang gehen. Wir gucken mal, ob wir hier auch lang kommen. Hier geht es auf jeden Fall nach unten. Oh ja, hier geht es definitiv nach unten. Gibt es hier eine Möglichkeit, um sich abzuseilen? Da ist auch ein Aussichtspunkt, würde ich sagen. Na, wenn wir schon hier sind, gucken wir uns das mal ganz kurz an. Vielleicht finden wir ja da auch noch einen weiteren Datenpunkt. Wir finden auf jeden Fall erstmal ein weiteres Heilkraut. Das nehmen wir uns mit, so viel Zeit muss sein. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Das denke ich auch. Ja, wir haben einen weiteren Aussichtspunkt gefunden, würde ich sagen. Aha, das müssen hier Wasserfälle mal gewesen sein, bevor es zugefroren wurde oder vereist war. Aber hier liegt kein Datenpad. Und wir haben keine Möglichkeit, uns hier abzuseilen. Das ist schade. Na, vielleicht können wir ja auch da lang gehen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir können auch da oben rumgehen. Da ist auch ein Lagerfeuer. Ich würde aber gerne wieder nach Süden. Dann sollten wir das irgendwie versuchen. Ich glaube, da kommt man runter. Na, dann gehen wir doch erstmal da lang. Ja, das ist definitiv wieder das Tal, in dem wir Ikri zum ersten Mal begegnet sind. Oh, waren hier nicht... waren hier nicht Sägezähne in der Nähe? Mir ist so. Jedenfalls waren hier welche an dem Lagerfeuer. Da sind sie. Gut, dann halten wir uns mal links. Hier müssten wir ja irgendwie runterkommen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir finden sogar noch ein weiteres Heilkraut. Großartig. Und da haben wir einen Dachs. Ich glaube, Dachs brauchen wir jetzt zwar gerade nicht. Probieren wir ihn aber dennoch mal zu kriegen. Nehmen wir mal den Speer. Der ist ziemlich flink, der kleine Kerl. Aber nicht flink genug. So, wir haben nochmal Dachsknochen gefunden und etwas Fleisch. Ah, ich schürfe mir alles auf. Gucken wir mal, dass wir hier vorsichtig runterkommen, wollte ich gerade sagen. Da haben wir einen weiteren Dachs. Mal gucken, ob der schnell genug ist, um dem Speer zu entkommen. Nein. Wir haben schon wieder Dachsknochen gefunden. Also, die Schnitzerfähigkeit, die Schnitzexpertenfähigkeit, die lohnt sich definitiv. So, und dann rennen wir mal weiter hier den Berg runter. Ich glaube, hier sind wir vorhin schon lang. Dann sind wir definitiv in der Nähe des Lagerfeuers. Da oben ist auch schon wieder in der Navigation
das Symbol des Banditenlagers zu sehen. Das ist großartig. Dann können wir uns in der nächsten Folge darum kümmern. Aber wir nehmen uns hier erstmal das Heilkraut mit, die heilende Talröte. Und hier haben wir eine weitere, so wie es aussieht. Nein, das war eine heilende Ockerblüte. Und wir haben noch eine Ziege neben uns. Und die sollten wir uns vielleicht kümmern, beziehungsweise sie erlegen. Oh, die hat Treffer ausgehalten. Aber ist jetzt auch schon erledigt. Und die hat etwas Blaues für uns. Eine Ziegenhaut. Sehr schön, das brauchen wir bloß noch ein Eichhörnchen finden. Und die Kleinen dürften recht schwer zu finden sein, wenn wir nicht mit dem Fokus schauen. Naja, das wird uns schon noch gelingen. Dann können wir auch noch den Munitionsbeutel unserer Sturmschleuder aufwerten. So, wir haben weitere Heilkraut und hier ist noch eins. Sehr schön. Eingesteckt. Da ist unser Medizinbeutel ja fast voll. Finden wir noch eins, dann können wir es richtig voll machen. Da ist noch ein weiteres. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, jetzt ist der Medizinbeutel voll. Sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet für das Banditenlager. Und ich glaube, wir haben die Ausläufer auch schon erreicht. Da drüben ist wieder so ein Totem der Banditen. Oh, und da drüben ist Rauch zu sehen. Da müsste das Banditenlager sein. Oben in der Navigation ist es ja auch schon zu sehen. Gut, und wir haben das Lagerfeuer direkt neben uns. Und wir haben da drüben drei weitere Tramper. Na, das muss ja nicht sein. Die hatten wir ja gerade eben erst. Gehen wir aber dennoch mal hier ans Lagerfeuer. Die scheinen weit genug weg zu sein. Oh, das sind nicht nur drei. Das scheinen sechs zu sein. So, wir haben mal gespeichert. Wir entfernen uns ein ganz, ganz kleines Stückchen. Und mit diesem Blick auf die Trampler da hinten soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir haben einen Kontrollturm überbrückt. Wir haben uns weiteres Blauglanz verschafft. Und wir hatten einen interessanten Kampf definitiv mit den fünf Tramplern. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir stehen jetzt auch direkt vor dem Banditenlager. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Beziehungsweise säubern wir es dann in der nächsten Folge. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann mit Horizon Zero Dawn und Frozen Wilds weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.